Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst hier in der Remberti-Kirche. Sie begleitet mich immer und sie ist immer anders. Mal aufrecht, mal gebückt. Manchmal ist sie mir bewusst und manchmal nicht. So oder so verrät sie viel über mich. Manchmal viel mehr, als mir lieb ist. Die Haltung. Die äußere, die ich körperlich einnehme, genauso wie meine innere Geneigtheit. Haltung ist auch gefragt in diesem Gottesdienst. Die, die ich im Leben einnehme und die, die ich im Gebet einnehme. Wir sind zusammen im Namen Gottes, der uns wunderbar gemacht hat. Im Namen Gottes, der uns aus unseren Verwicklungen befreit. Und im Namen Gottes, die uns in ihrer Barmherzigkeit zur Erkenntnis leitet. Amen. Wenn ich bete, dann stelle oder setze ich mich gern mit geradem Rücken hin. Ich möchte beim Beten nicht automatisiert den Kopf hängen lassen und auf meine Fußspitzen starren. Gefühlt zu oft habe ich allerdings in Gottesdiensten die Erfahrung gemacht, dass genau das eigentlich von mir erwartet wird. Erstmal den Rücken rund machen und den Kopf hängen lassen, um im Gebet zu bekennen, was für ein furchtbarer, sündiger Mensch ich doch bin. Wir erkennen dich nicht, Gott. Wir verkennen unsere Mitmenschen. Wir sind vollends verstrickt in die Sünde. Wir brauchen dein Erbarmen. So oder so ähnlich wird dann gebetet. Und ich soll Teil von diesem Wir werden. Soll das mitbeten, ohne große Überleitung oft, an einem sonnigen Sonntagmorgen, auch wenn mein Lebensgefühl gerade ein völlig anderes war. Vielleicht lag mir das Schöpferlob noch auf den Lippen, weil doch alles sehr gut gemacht ist. Wir Menschen eingeschlossen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. So betet auch ein Mensch im 139. Psalm. Aber ich möchte natürlich nicht, dass meine Dankbarkeit für Überheblichkeit oder für Selbstgerechtigkeit gehalten wird. Oder, was noch deutlich schlimmer wäre, dass meine Dankbarkeit dorthin abdriftet, dass sie überheblich und selbstgerecht wird. So wie in dem Gleichnis von den zwei Menschen, die zum Tempel raufgingen, um zu beten. Jesus erzählt es einigen Menschen, die davon überzeugt waren, dass sie fromm und gerecht seien, und die anderen Menschen verachteten. Das Gleichnis steht bei Lukas im 18. Kapitel und es geht so. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Die Sympathien sind in diesem Gleichnis klar verteilt. Auch wenn es im Alltag vermutlich deutlich erquicklicher wäre, mit dem Pharisäer zu tun zu haben als mit dem Zöllner. Denn der Pharisäer lebt ein redliches Leben. Der hält sich an die Gemeinschaftsregeln, er respektiert anderer Menschen Eigentum und erachtet ihre Beziehungen. Er gibt einen Teil seines Einkommens, seines gesamten Einkommens, nämlich ein Zehntel dessen, für den Betrieb am Tempel und für arme Menschen. Damit verhält er sich respektvoll und sozial.
Der Zöllner hingegen arbeitet mit der römischen Besatzungsmacht zusammen und zieht seinen Landsleuten im Namen dieser Besatzungsmacht das letzte Geld aus der Tasche oder sogar mehr als das letzte Geld. Sein alltägliches Verhalten ist duckmäuserisch gegenüber den Machthabern und grob rücksichtslos gegenüber den Mitmenschen. Und trotzdem, die Sympathien sind klar verteilt. Denn der Zöllner schämt sich und schaut vor Gott voller Reue auf sein Leben. Der Pharisäer hingegen, er meint zwar, er lebe im Einklang mit dem, was Gott für das Leben eines Menschen will, aber er verletzt offenbar, ohne dass es ihm überhaupt bewusst wäre, eins der beiden höchsten Gebote, das der Nächstenliebe. Und damit führt er seine Überzeugung, im Einklang mit dem Willen Gottes zu leben, selbst ad absurdum. Und so geht dann auch der Zöllner so nach Hause, wie der Pharisäer schon längst dachte zu sein, im Einklang mit Gott, gerechtfertigt. Und der Pharisäer nicht, wie die Übersetzung sagt. Im griechischen Wortlaut ist das nicht ganz so eindeutig. Man kann übersetzen, dass der Zöllner anders als der Pharisäer gerechtfertigt nach Hause ging oder an jenem vorbei oder auch vor ihm. Bemerkenswert aber ist in jedem Fall, dass dieser ungerecht handelnde Zöllner in Sachen Rechtfertigung gegenüber dem auf Gerechtigkeit, also respektvoll und sozial ausgerichteten Pharisäer, die Nase vorn hat. Weil er sich nämlich an seine eigene Nase fasst, während der Pharisäer seine Nase ganz weit oben trägt. Meine Güte, bin ich froh, dass ich weiß, wie angewiesen ich bin auf Gottes Güte und Gottes Gnade. Ein Glück ticke ich nicht so wie dieser Pharisäer. So denke ich beim Hören. Und schwupps bin ich dem Pharisäer in genau diesem Gedanken gleich. Ertappt. Dieses Gleichnis enttarnt eine Art zu denken von mir, die schlimm findet und anprangert, was sie im selben Atemzug selber tut. Es malt mir vor Augen, wie ein Mensch selbstgerecht und überheblich betet und deckt dabei meine eigene Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit auf. Auch ich gucke auf den anderen, wo es notwendig wäre, auf mich zu gucken. Und ganz bestimmt gucke ich auch viel auf mich, wo es notwendig wäre, auf andere zu blicken. Wie peinlich, wie unsagbar peinlich. Die Peinlichkeit, die drückt sich sofort auch in meiner Haltung aus. Mein eben noch so aufrecht gehaltener Kopf sinkt mir auf die Brust. Ich würde mich am liebsten ganz klein machen und einigeln vor lauter Peinlichkeit und Scham. In den Farben des Gleichnisses nehme ich dann die Haltung des Zöllners ein. Langsam beginne ich zu begreifen. Ich bin beide diese Männer. Und in ihrer beider Gebetshaltung liegt Wertvolles und Hinderliches, auch wenn das Gleichnis sie sehr einseitig zeichnet. Kurz sind nämlich die Wege von im Einklang mit Gott zu meinen Verwicklungen in Widersprüche und in lebensfeindliche Haltungen und Gewohnheiten. Kurz ist der Weg von ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, zu ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Und kurz ist der Weg vom wahrhaft reuevollen Ausruf Gott sei mir Sünderin gnädig zu einem automatisierten ich weiß ja, dass ich auf Gottes Güte angewiesen bin, da bin ich weiter als die Leute, die das noch nicht begriffen haben. Und ein wirklich voller Reue gesagtes Gott sei mir Sünder gnädig, das geht bei mir übrigens nicht auf Kommando. Ich kann versuchen, mich hineinzustellen, wenn jemand anderes so betet. Aber manch einen Sonntagmorgen finde ich auch deutlich zu wunderbar gemacht, um den Blick an die Fußspitzen zu heften. Manchmal geht mein Blick eben dankbar gen Himmel. Darum sind meine Haltungen im Gebet am besten dynamisch, die innerlichen wie die äußerlichen. Ich bin ein wunderbares Geschöpf und dafür bin ich dankbar. Und ich bin verwickelt und verwickle mich immer wieder und immer weiter in Widersprüche, Denk- und Haltungsfehler von riesigen Ausmaßen. Beides gehört zu mir. Und ich hoffe und bete, dass ich zuletzt gerechtfertigt, also im Einklang mit Gott,
tänzelnd nach Hause gehe, dass Güte und Barmherzigkeit mir, der Verwickelten, auf Schritt und Tritt folgen, hinein in Gottes Haus, wo Zöllner und Pharisäer sich dann schon längst in den Armen liegen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gesegnet in diesen Sonntag gehen. Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.